Willkommen zu Kid Joe, der Dschungel-DVD. Das sind Stefan und Philipp und das ist Alan. Sie werden euch Dschungeln beibringen. Sie zeigen euch das Grundmuster, dazu einige Tricks, Körperwürfe und wie man zu zweit jongliert. Jonglieren bedeutet werfen und fangen. Und bedeutet auch werfen und nicht fangen. Wir sagen dazu droppen. Und das passiert ständig. Am besten gewöhnt ihr euch auch schon mal dran. Und wenn ihr nett zu euren Eltern, Geschwistern oder Nachbarn sein wollt, jongliert am Anfang besser über eurem Bett oder überm Sofa. Denn seid euch schon mal sicher, wenn ihr jonglieren lernen wollt, werdet auch ihr tausende Bälle droppen. Fangen wir mit einem Ball an. Werft ihn einfach hin und her. Ihr könnt dabei auf Folgendes achten. Die Arme beim Fangen immer schon unten lassen, immer nur mit einer Hand werfen oder fangen und den Ball nicht aus den Augen verlieren. Ihr könnt den Ball hin und her werfen oder unterm Bein oder unterm anderen Arm oder einfach so richtig hoch. Aber wie gesagt, den Ball nicht aus den Augen verlieren. Super! Jetzt üben wir das Grundmuster, die Kaskade. Werft einen Ball von links nach rechts, genauso wie es Leonie gerade macht. Eine gute Höhe ist ein Stückchen über der Augenhöhe. Und versucht auf den Ball zu warten, er ist nämlich ziemlich lange in der Luft. Ihr könnt dabei in die Hände klatschen, bevor ihr den Ball fangt. Oder auch zweimal. Führt den Ball immer von außen nach innen, bevor ihr werft, und versucht die Hände unten zu lassen. Eure Ellbogen sollten dabei ganz nah am Körper bleiben. Dann sieht das auch nicht so aus, sondern ungefähr so. Wenn ihr wollt, könnt ihr die DVD kurz anhalten, damit ihr einen richtig sauberen Wurf bekommt. Denn sobald ihr mit einem Ball gut klarkommt, seid ihr bereit für den nächsten Schritt. Zwei Bälle. Zur Einführung zeigt euch Stefan ein paar Spielereien mit zwei Bällen. Aufgepasst! Sehr schön. Und jetzt zur Kaskade. Ihr haltet in jeder Hand einen Ball. Bei dem ersten Muster werft ihr einfach gerade nach oben. Fangen wir rechts an. Hoch und auffangen. Und mit links gerade hoch und auffangen. Und nochmal mit rechts und nochmal mit links. Übt das, bis es sich locker anfühlt. Und dann werft ihr den zweiten Ball direkt nach dem ersten. Aber diesmal lasst ihr beide Bälle fallen. Rechts, links, drop, drop. Und noch einmal, rechts, links, drop, drop. Als nächsten Schritt macht ihr die gleichen Würfe, aber versucht die beiden Bälle zu fangen. Rechts, links, fang, fang. Und nochmal, rechts, links, rechts, links. Es sollte sich sehr gleichmäßig anfühlen. 1, 2, 3, 4. Rechts, links, rechts, links. 1, 2, 3, 4. Und jetzt üben wir das Ganze mit der anderen Seite. Und zwar von vorne, wieder mit fallen lassen. Links, rechts, drop, drop. Und noch einmal, links, rechts, drop, drop. Und jetzt mit fangen. Links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts. Jetzt üben wir das andere Muster. Der rechte Ball fliegt rüber in die linke Hand. Und der linke Ball fliegt rüber in die rechte Hand. Und das im selben Rhythmus. Rechts, links, links, rechts. 1, 2, 3, 4. Dies ist die wichtigste Grundlage zum Jonglieren. Übt es, bis es sich wirklich locker anfühlt. Passt darauf auf, dass eure Schultern, Arme und Hände locker bleiben und dass ihr die Bälle gleich hoch werft. Am Anfang passiert es häufig, dass man nach vorne läuft, ohne es zu wollen. Stellt euch dann einfach vor eine Wand und jongliert dort ein bisschen. Das hat schon vielen Jongleuren geholfen.
Wie ihr seht, macht das Stefan sehr sauber. Seine Ellbogen sind nah am Körper und er wirft den zweiten Ball unter dem ersten. Wenn ihr das einigermaßen hinbekommt, seid ihr bereit für den dritten Ball. Leonie zeigt euch, wie es weitergeht. Der dritte Ball kommt in die Handfläche. Das sieht dann so aus. Als erstes werft ihr nur zwei Bälle, ohne den dritten zu beachten. Und fangt immer mit der Hand an, in der ihr zwei Bälle habt. Dann werft ihr alle drei Bälle nacheinander und lasst sie danach fallen. Rechts, links, rechts und fallen lassen. Wenn die Bälle nicht wegrollen, sollten zwei Bälle links vor euch liegen und ein Ball rechts vor euch. Versucht das ein paar Mal. Und dann versucht ihr, die Bälle zu fangen. Rechts, links, rechts und fang. Und nochmal. Links, rechts, links und fang. Wenn ihr das hinkriegt, könnt ihr jonglieren. Dreimal werfen, dreimal fangen. Und sobald das einfach geht, versucht einen Wurf mehr. Viermal werfen und auffangen. Eins, zwei, drei, vier und fangen. Und jetzt kommt Philipp und sie machen fünf Würfe. Und jetzt kommt Stefan dazu und sie machen sechs Würfe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ihr müsst nur üben, üben und üben. Und ihr werdet 10, 20, vielleicht auch 1000 Würfe schaffen. Dann könnt ihr aufhören zu zählen und das Jonglieren einfach genießen. Sehr schön, ihr habt die Kaskade gelernt. Ab jetzt zeigen wir euch einfache und schwere Tricks, die ihr alle lernen könnt. Viel Spaß! Stefan und Philipp zeigen euch einige Tricks, die ihr während der Jonglage machen könnt. Bevor es mit den Tricks losgeht, zeigen euch Stefan und Leonie ein schnelles Aufwärmprogramm. Als erstes die Hände schütteln. Schön schütteln. Dann die Schultern. Hochziehen und fallen lassen. Und dann macht ihr mit den Schultern große Kreise. Jetzt noch den Rücken ausschütteln. Ein wenig rumzappeln. Und jetzt macht ihr genau dasselbe mit euren Füßen. Es ist für euch am einfachsten, wenn ihr die Tricks in dieser Reihenfolge lernt. Ihr müsst sie aber nicht perfekt beherrschen, bevor ihr den nächsten ausprobiert. Und wenn ihr einen nicht mögt, solltet ihr ihn am besten überspringen. Die Tricks sind folgende. Einer außenrum. Tennis. Halbschauer. Rückwärtskaskade. Zwei in einer Hand. Das W, Krallen und der Flash. Der erste Trick ist einer außenrum. Ihr fangt mit der Kaskade an. Dann werft ihr einen außenrum. Über die anderen beiden Bälle. Versucht es auch mit der anderen Hand. Der grüne Ball fliegt im hohen Bogen über die anderen beiden Bälle. So geht einer außenrum. Den nächsten Trick zeigt uns Leonie. Er ist Tennis. Ihr werft einen außenrum, aber denselben Ball sofort außenrum wieder zurück. Einen außenrum. Und zurück. Außenrum und zurück. Und rüber und zurück. Und rüber und zurück.
Das ist Tennis. Und jetzt mal in Zeitlupe. Der nächste Trick heißt Halbschauer. Ihr werft wieder einen außen rum, aber diesmal durchgehend mit derselben Hand. Das sieht dann so aus. Versucht auch diesen Trick mit der anderen Hand. Wie ihr seht, fliegt der Ball immer ganz außen rum. Das ist der Halbschauer. Der nächste Trick ist die Rückwärtskaskade. Wenn ihr den Halbschauer sauber mit der rechten Hand könnt und sauber mit der linken Hand, könnt ihr von beiden Seiten durchgehend außenrum werfen. Die Bälle fliegen bei der Rückwärtskaskade nicht ganz so weit. Wenn ihr genau hinseht, seht ihr, dass die Bälle in die Mitte fliegen. Das ist die Rückwärtskaskade. Der nächste Trick ist zwei in einer Hand. Anstatt den Ball rüber in die andere Hand zu werfen, werft ihr den Ball hoch, leicht nach außen und fangt ihn mit derselben Hand. Zwei in einer Hand ist eine sehr wichtige Übung. Ihr solltet diesen Trick auf beiden Seiten sehr viel üben. Zwei in einer Hand. Der nächste Trick ist das W. Ihr werft zwei in einer Hand auf der einen Seite und sofort danach zwei in einer Hand auf der anderen Seite. Jeweils nur einen Wurf. Das sieht dann so aus. Zweimal links, zweimal rechts. Zweimal links, zweimal rechts. Das Muster nennt man das W. Der nächste Trick ist Krallen. Die Bälle werden von oben gefangen, sozusagen gekrallt. Aber versucht es erstmal mit nur einem Ball. Der grüne Ball wird von oben gekrallt. Versucht es auch mit der anderen Hand. Und versucht dann mit einer Hand alle Bälle zu krallen. Und das gleiche mit der anderen Hand. Und dann könnt ihr versuchen, mit beiden Händen jeden Ball zu krallen. Wundert euch nicht, wenn es nicht gleich klappt. Es ist ein ziemlich schwerer Trick. Der nächste Trick ist der Flash. Alle Bälle sind in der Luft. Beide Hände für einen Moment frei. Werft erst einen einzelnen Ball. Und nochmal. Und dann werft ihr zwei Bälle hoch. Und nochmal. Und dann werft ihr alle drei Bälle hoch. Wie ihr seht, sind beide Hände für einen Moment frei. Das ist der Flash. Hier kommen nochmal die 8 Tricks, die wir euch gerade gezeigt haben. Versucht sie doch mal wieder zu erkennen. Thank you.
Als nächstes zeigen wir euch Körperwürfe. Es gibt etliche Möglichkeiten, die Bälle am Körper abprallen zu lassen. Wir nennen es Dotzen. Es gibt auch viele Möglichkeiten, die Bälle um den Körper herumzuwerfen. Ihr könnt euch auch selber welche ausdenken. Am besten übt ihr Körperwürfe erst mit dem einzelnen Ball, bevor ihr ihn in die Jonglage einbaut. Der erste Dotzer heißt Handrücken. Anstatt den Ball aufzufangen, dotzt ihr den Ball mit dem Handrücken zurück. Versucht es mit beiden Seiten. Und vielleicht findet ihr auch noch eine eigene Möglichkeit, den Ball zurückzudotzen. Mit drei Bällen sieht das dann so aus. Der nächste Dotzer ist der Ellbogen. Klemmt als erstes einen Ball im Ellbogen ein und lasst ihn dann herausschießen, indem ihr eure Hand nach vorne stoßt. Mit derselben Bewegung könnt ihr den Ball auch am Ellbogen dotzen. Mit drei Bällen sieht das dann so aus. Der nächste Dotzer ist auf dem Knie. Versucht einfach, einen Ball auf dem Knie zu dotzen und wieder aufzufangen. Ein guter Tipp ist, das Knie erst sehr spät nach oben zu bewegen. Mit drei Bällen sieht das dann so aus. Philipp spielt jetzt mit ein paar von diesen Dotzern rum. Erkennt er sie wieder? Super! Als nächstes machen wir ein paar Würfe um den Körper herum. Als erstes unterm Bein. Es gibt einige Möglichkeiten, den Ball unterm Bein zu werfen, je nachdem, welche Hand unter welchem Bein wirft. Mit drei Bällen sieht das dann so aus. Jeder dritte Ball fliegt unter den Beinen durch. Anders sieht es aus, wenn jeder zweite Ball unterm Bein fliegt. Und ganz besonders lustig, wenn ihr jeden Ball unterm Bein werft. Der nächste Wurf ist unterm Arm. Während der eine Arm möglichst still bleibt und auf den Ball wartet, wirft die andere Hand den Ball unterm Arm hoch. Mit drei Bällen sieht das dann so aus. Jeder dritte Wurf. Und besonders schön, jeder zweite Wurf. Unterm Arm. Der nächste Wurf ist hinterm Rücken. Ein ganz schön schwerer Wurf. Werft als erstes einen einzelnen Ball hinterm Rücken in die andere Hand. Mit den Fingerspitzen könnt ihr die Flugbahn des Balles ein bisschen kontrollieren. Wenn ihr das mit drei Bällen übt, solltet ihr erst einen Ball höher werfen, dann habt ihr mehr Zeit für den Wurf hinterm Rücken. Ihr könnt mit einer Hand jeden Ball hinterm Rücken werfen oder natürlich auf beiden Seiten alle Bälle. Diesen Trick nennt man Backcross.
Als nächstes zeigen wir euch, wie man einen Ball im Nacken fängt. Ist gar nicht so schwer. Ihr werft einen Ball hoch, beobachtet ihn die ganze Zeit und dann beugt ihr euch nach vorne, um den Ball im Nacken zu fangen. Wenn ihr dabei die Arme hoch macht, dann rollt der Ball nicht so leicht weg. Habt ihr den Ball aufgefangen, könnt ihr ihn den Rücken runterrollen lassen oder ihn über den Kopf nach vorne schnellen. Das ist übrigens ein echt guter Trick, um eine Jongliernummer zu beenden. Und jetzt zeigen wir euch Säulentricks. Sie werden so genannt, weil man dabei keine Kaskade, sondern Säulen jongliert. Die Bälle fliegen nebeneinander. Gerade hoch und gerade runter. Ihr könnt schon mal üben, zwei Säulen nebeneinander in einer Hand zu werfen. Den ersten Säulentrick zeigt euch Leonie. Er heißt einer hoch, zwei hoch. Dabei jongliert ihr zwei Säulen in einer Hand und wenn der Ball außen hoch fliegt, werft ihr gleichzeitig den dritten Ball mit der anderen Hand hoch. Das nennt man einer hoch, zwei hoch. Der nächste Säulentrick, den euch Stefan zeigt, heißt Täuschung. Ihr jongliert zwei Säulen in einer Hand und die andere Hand ist frei. Sie kann sich frei bewegen. Versucht Formen zu finden, macht Kreise oder berührt mit dem Ball euren Kopf. Oder ihr erfindet irgendetwas Eigenes. Und dann der Trick. Ihr bewegt den einzelnen Ball, als ob ihr ihn werfen würdet. Und am besten gleichzeitig mit einer der beiden Säulen. Ihr jongliert also nicht einer hoch, zwei hoch, sondern eigentlich nur zwei Bälle in einer Hand. Euch fallen bestimmt lustige Sachen ein. Der Trick, den Philipp euch jetzt zeigt, funktioniert so ähnlich. Er heißt Jojo. Versteht ihr ihn schon? Die eine Hand jongliert zwei Säulen und die andere bewegt einen Ball auf und ab. Diesmal genau über der Säule. Das Prinzip heißt, die eine Hand jongliert zwei Bälle und die andere Hand macht dazu Bewegungen. Das ist nicht sehr schwierig, kann aber echt gut aussehen. Jetzt kommen wir zu einem echt schwierigen Trick. Er heißt Transporter. Der einzelne Ball wird über die Säulen gehalten und ausgetauscht. Also, ihr haltet den Ball ganz außen über der Jonglage. Und wenn der Ball, den ihr innen jongliert, am höchsten Punkt ist, dann lasst ihr den Ball fallen und greift ihn euch. Das sieht einfacher aus, als es ist. Stefan transportiert jetzt jeden zweiten Ball. Und jetzt jeden einzelnen. Wer weiß, vielleicht wird's ja mal euer Lieblingstrick. Der nächste Trick heißt Kopfroller. Er funktioniert so ähnlich wie der Transporter, ist nur etwas langsamer. Ihr haltet den einzelnen Ball vorne auf euren Kopf, bereit zum Loslassen. Und wenn der innere Ball am höchsten Punkt ist, dann lasst ihr den Ball los und greift ihn euch. Wenn ihr weiche Bälle benutzt, kann der Ball auch auf dem Kopf liegen bleiben. So sieht der Kopfroller aus mit jedem zweiten Ball. Und so durchgehend mit jedem Ball. Der Ball auf dem Kopf
sollte nicht einfach nur runterfallen, sondern wirklich runterrollen. Damit spart ihr Zeit. Der nächste Trick heißt Schauer. Dafür übt ihr zuerst, zwei Bälle gleichzeitig zu werfen. Und zwar den einen gerade und flach in die andere Hand und den anderen hoch rüber zur anderen Seite. Dann nehmt euch einen dritten Ball. Erst werft ihr den einzelnen Ball hoch rüber und wenn der Ball am höchsten Punkt ist, werft ihr die beiden Bälle gleichzeitig, wie vorher geübt. Also, erst ein, dann zwei. Erst ein, dann zwei. Und dann könnt ihr üben, den Schauer durchgehend zu jonglieren. Stefan zeigt euch jetzt ein paar fortgeschrittene Schauertricks. Jetzt zeigen wir euch, wie man zu zweit jonglieren kann. Als erstes braucht ihr einen Partner. Dann noch jeder drei Bälle. Und los geht's. Der erste Ball wird gerade zum Partner geworfen. Dann macht ihr drei Würfe alleine und werft jeden ersten wieder zum Gegenüber. 1, 2, 3, 4, 1. 1. Das Ganze geht auch etwas schneller, wenn ihr jeden zweiten Ball zum Partner werft. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Wenn ihr das ein bisschen übt, könnt ihr bestimmt bald tolle Tricks dabei machen. Mit 5 Bällen gibt es eine schöne Art zu passen, die heißt gerade und diagonal. Dieses Mal wird jeder Ball zum Partner geworfen. Entscheidet euch, wer gerade, also Stefan, und wer diagonal wirft. Philipp fängt an, denn er hat drei Bälle. Sieht vielleicht aus wie ein großes Durcheinander, aber wir schauen uns das Ganze mal genau an. Stefan wirft immer außen und gerade. Philipp wirft immer innen und diagonal. So, das war es von uns. Wir gehen jetzt jonglieren. Und ihr hoffentlich auch. Wenn ihr es immer wieder versucht, werdet ihr bestimmt gut. Oh, und die Sachen, die ihr braucht zum Jonglieren, könnt ihr im Jonglierladen kaufen oder in den Netz gucken. Keulen, Ringe, Zigarrenkisten. Ihr könnt auch mit anderen Dingen jonglieren. Mit Früchten, Socken, Ketten. Bye-bye. Yeah, look like what?